Das Heinberg-Gymnasium in Göttingen, seit 1994 UNESCO-Projektschule, bietet vielfältige Austauschprogramme und Projekte an. In allen Fächern wird globales Lernen als durchgängiges Prinzip praktiziert. Seit 2007 fährt jedes Jahr eine kleine Schülergruppe mit Unterstützung der Stiftung Weltklasse nach China. Wir haben ja dort Walnussbäume gepflanzt und haben uns auch erstmal mit diesen Problemen beschäftigt, mit den Bauern, mit diesen instabilen Preisen, dass sie nie eine Sicherheit haben. So kam es zur Gründung der Schülerfirma Macadamia Fans, die biozertifizierte Nüsse aus Kenia verkauft. Im Bolivien-Austausch hospitieren die Schülerinnen und Schüler in sozialen Einrichtungen in beiden Ländern. Hier waren wir im Weltladen und bei der Tafel, haben das ein bisschen aufgeteilt. Dabei habe ich auch noch mal ganz viel gelernt. Und dann waren wir eben in Bolivien, waren wir in einem Kinderheim. Das hat mich wirklich berührt. Die Begegnung von Jugendlichen mit Jugendlichen, die hat so viel Engagement zur Folge. Und durch die Kontaktmöglichkeiten bleibt diese Flamme dann auch am Leben und sind immer wieder motivierter, weiter etwas zu machen. Die staatliche Schule Gesundheitspflege W4 in Hamburg hat eine lange Tradition im globalen Lernen, das jetzt mit einem neuen Curriculum in allen Bereichen verankert wird. Hier werden zahnärztliche, medizinische und tiermedizinische Fachangestellte ausgebildet. Seit 2010 besteht eine Partnerschaft mit einer Schule in Mosambik. Dafür baut die W4 gemeinsam mit anderen Berufsschulen eine Zahnprophylaxestation in einen Container, der im August verschifft wird. Es soll nicht so sein, dass die reichen deutschen Weißen nach Mosambik einreisen und dort erstmal zählen, wie man richtig die Zähne putzt, sondern es wird auf Augenhöhe stattfinden mit den Materialien, die die Mosambikaner vor Ort haben. Mit solchen Austauschprojekten und einem Selbstlernzentrum werden die Schülerinnen und Schüler zu selbstständigem Lernen ermuntert. Wenn man sich selbst erfährt, wie man lernt, in seiner Einzigartigkeit auch, ne, dann ist man auch bereit, die Einzigartigkeit der anderen anzuerkennen. Und dann kann man gucken und muss nicht Vorurteile weitertragen. Im Schulzentrum Am Sund in Stralsund ist globales Lernen im Schulprofil verankert. Seit 2 Jahren besteht eine Kooperation mit der Organisation Plan International. Die Schülerinnen und Schüler engagieren sich für Kinderrechte, etwa mit roten Händen gegen den Einsatz von Kindersoldaten. Globales Lernen ist für mich, dass wir über die Landesgrenzen hinaus gucken und sehen, was ist in anderen Ländern los. Wie geht es den Menschen da? Was machen die durch? Und das einfach vergleichen. Mehrere Klassen lesen das Buch Sklavenkind von Umila Chaudhary aus Nepal. Eine ehemalige Kindersklavin war bereits an der Schule zu Gast. Das sind Ereignisse, die die Schüler emotional berühren. Und solche Emotionalität schafft dann auch Nachhaltigkeit bei den Schülern. Die Schule hat auch eine Patenschaft für ein Mädchen in Nepal übernommen. Unsere Jugendlichen und Kinder sind immer ganz begeistert, wenn es was Neues gibt, wenn sie sozial engagiert sein können und wenn sie über andere Kulturen etwas erfahren. Am Robert-Wetzler-Berufskolleg in Bonn steht globales Lernen durch ein gemeinsames Miteinander im Fokus. Denn hier treffen in 28 unterschiedlichen Bildungsgängen 2400 Schülerinnen und Schüler aus 54 Nationen zusammen. Es geht auch nicht nur um den beruflichen Austausch, sondern auch das Verständnis füreinander sozusagen zu wecken über diese beruflichen Kontakt hinaus. Als Vorbereitung auf die globale Berufswelt setzt die Schule auf internationale Partnerschaften und den Praxisbezug. So findet ein Austausch der Auszubildenden mit Namibia und diversen EU-Ländern statt. Dieses Ziel wird aber auch fächerübergreifend in den Schulalltag integriert. So wie beim Projekt Internationales Kochbuch. Mit Patenschaften in den internationalen Förderklassen bringen sich die Schülerinnen und Schüler persönlich ein. Für mich ist globales Lernen, dass die jungen Menschen hier verstehen, wie die Welt funktioniert. Klimaveränderung, Nachhaltigkeit und sie damit vertraut zu machen mit diesen Themen und damit eben auch später dann sehr verantwortungsvoll umzugehen. Soziale, ökologische und ökonomische Nachhaltigkeit in einer globalisierten Welt. Dafür engagiert sich die Euregio-Gesamtschule in Rheine seit 2009. Wie können wir Kompetenzen auch vermitteln, dass die Schüler in der Lage sind einzuschätzen, wenn sie Produkte konsumieren, welche Entscheidung treffe ich? Und wie kriegen wir Globalisierung fair bewirtschaftet?
Seit 2010 besteht die Schulpartnerschaft mit der Deduin Secondary School in Namibia. Seitdem gibt es auch die Namibia AG, in der sich alle Altersstufen für einen kulturellen Austausch engagieren. Dieses Jahr erhält die Gesamtschule zusätzlich den ENSA-Preis, der die Kontinuität und Nachhaltigkeit der Partnerschaft weiter stützt und fördert. Grundsätzlich möchte ich natürlich den Schülern zeigen, dass natürlich die Kultur unserer Partnerschule. Ich sehe auf einmal, dass dort das Leben auch die gleichen Bedürfnisse beinhaltet, wie ich die auch unter Umständen habe. Ja, das heißt Freundschaft, vielleicht auch ein bisschen die Sorge vor einer Zukunft, das empfinden ja mal unsere Schüler ganz genauso. Ja.